Und wir schauen jetzt nach Stuttgart an die Börse. Dort begrüße ich meinen nächsten Gast, Winfried Neun. Wir sprechen über die Psychologie der Märkte. Neun, Antizykliker schlagen im Moment Alarm. Der Optimismus im DAX ist im Moment so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Ist das Rekordniveau nicht auf ein gefährliches Signal für die Aktienmärkte zurückzuführen? Das ist sicherlich eine gefährliche Situation, in der wir uns jetzt im Moment befinden, weil die politischen Entwicklungen, wie wir ja auch sehen in Italien, gerade einen Antagonisten dazu darstellen. Und das kann natürlich schon dann zu einem gewaltigen Rückschlag führen, wenn sich das weiter extrem ausbauen sollte. Häufig ist es ja so, dass wir an den Börsen zwei Extreme sehen, entweder Euphorie oder Panik. Wie können Anleger jetzt diese Stimmung erkennen, die bevorsteht, und dann vielleicht auch handeln? Also das ist das größte Problem, was viele, auch Privatanleger, lernen müssen, dass sie sich in ihrem eigenen Verhalten und in ihrer eigenen Entscheidungssituation besser beleuchten, durchleuchten und auch immer wieder analysieren, warum haben sie welche Entscheidung gemacht. Und gerade dieses Schwanken zwischen Panik und Euphorie ist eigentlich ein normaler Prozess, aber diesen Prozess eben ins Bewusstsein zu bringen, ist die größte Hilfe, die man den Anlegern geben kann, zu sagen, schreiben Sie sich die Sachen nieder, versuchen Sie die beiden Pole mal genau zu definieren und betrachten Sie das dann mal sehr logisch und sehr analytisch, und dann kann man daraus natürlich auch Verhaltensmuster verändern und sich auch anpassen. Es gab ja mal eine Studie, beziehungsweise die gibt es immer noch, die dann zu dem Ergebnis gekommen ist, dass das Handeln an den Börsen direkt von der Aktivität des geomagnetischen Feldes auf der Erde abhängt und davon auch beeinflusst wird. Was ist dran an dieser Theorie? Also das ist eine sehr fragwürdige Theorie. Alleine deswegen, weil wir in der Psychologie sagen, der Mensch hat gar nicht so den freien Willen und ist auch gar nicht so stark beeinflussbar über derartige Mechanismen, sondern er beeinflusst sich selber durch die Struktur des Gehirnes und durch das Zusammenspiel verschiedener Systeme. Und da ist auch das, was letztendlich dann zu Panik oder zu Euphorie führt, zu entsprechenden Verhaltensmuster an der Börse. Die geomagnetischen Felder sind, glaube ich, eher eine Randerscheinung, die sicherlich Einfluss haben auf unsere Natur, aber nicht unmittelbar auf den sehr komplizierten Denkapparat bei uns Menschen. Und wie kann man sich das ganz genau vorstellen und wie könnte man sich dann möglicherweise auch davor schützen, wenn man wirklich sensibel darauf reagiert? Nun, man kann sich das so vorstellen, dass, wenn überhaupt ein Einfluss da ist, dass dieser Einfluss vor allem über die Haut und über die ganzen Sensoriken, die wir an unserem Körper haben, aufgenommen werden und die dann wiederum in unserem Gehirn zu Stimmungslagen führen. Also wenn Menschen zum Beispiel sehr stark frieren und es sehr kalt ist, dann kann man sich nicht richtig konzentrieren, dann kann man nicht richtig analytisch Dinge angehen. Und wenn jetzt dort extreme magnetische Felder, wie gesagt, sofern diese wirken würden, dann dazu führen, dass unser Gehirn nicht mehr in der Lage ist, bestimmte rationale Prozesse durchzuführen. Schützen kann man sich nur dadurch, dass man sich diesen gesamten Prozess mal in Ruhe anschaut, dass man sich auch ein bisschen mit unserem Gehirn auseinandersetzt. Es gibt daher wunderbare Literatur, sehr einfache Literatur, auch die auch beschreibend wirkt, wie so etwas funktioniert und einfach damit den Mechanismus besser versteht, und dann kann ich ihn auch beeinflussen. Winfried Neun, danke für diese Einschätzung und den interessanten Einblick. Dankeschön.